Was geht ab, was geht down? Herzlich willkommen, ein neues Raid Shadow Legends Video und es geht heute um die Hydra. Die Rotation 3 ist jetzt draußen und ich habe mich direkt mal dran gesetzt und ein Team für Hard Hydra gemacht zum One King. Ich habe jetzt zum One King dieses Team benutzt, aber gleich vorweg, Ramantu müsst ihr nicht nehmen. Ich weiß, viele haben Ramantu noch nicht. Ich habe ihn nur genommen, weil ich Lydia in meinem stärksten Team habe. Also gesehen, Lydia ist besser als Ramantu. Also gleich vorweg, ihr könnt Lydia anstatt Ramantu reinzutun. Ich erkläre euch das dann auch gleich im Kampf, wie ihr dann das zu steuern habt mit Lydia zum Beispiel. Und ja, Aniri ist ziemlich geil, solltet ihr eigentlich drin haben. Für Dark Kale könnt ihr jeglichen anderen geilen Decrease Attack AOE Champion reintun. Rolgard ist diese Rotation absolut geiler Damage Dealer, kann ich euch nur empfehlen. Brockney könnt ihr auch einen anderen Healer reinnehmen, um ehrlich zu sein. Brockney ist nicht der beste Healer, es war ab und zu ein bisschen kritisch. Ihr könnt auch einen anderen Burner reinnehmen, zum Beispiel Mordecai oder so. Aber Ninja macht echt gut Damage, wenn ihr Ninja habt, ist absolut zu empfehlen. Ja, ich habe das hier recorded, das Video. Und wir gehen mal rein und dann zeige ich euch mal den Ablauf, wie das funktioniert hat. Und am Ende zeige ich euch auch die Werte von meinen Champions. So, ich musste erstmal, ich hab das auch so verwechselt, das ist eigentlich der erste richtige Fight, den ich mit Ramantu jetzt gemacht habe. Ich habe immer verwechselt den A2 und den A3. Das war so ein bisschen das Problem, was ich jetzt hier mit ihm gemacht habe, warum ich am Anfang auf den Kopf gehauen habe. Hat den Grund, weil der macht ja Decreased Speed und nur auf den. Sonst kommt am Anfang der Kopf hier dran und glänzt alles weg. So kommt er nicht als allererstes dran, sondern die anderen Köpfe überholen den. Deswegen habe ich den am Anfang Decreased Speed gegeben. Und ja, sonst seht ihr ja erstmal mit Brocken hier auf jeden Fall hochbuffen. Man kann sich in der Rotation wirklich gut hochbuffen. Hier habe ich versucht, ihr seht, die Buffs auf alle zu machen, damit der Clans-Kopf sein Clans macht und vielleicht nicht sein Cocoon, aber es ist auch nicht schlimm, wenn er sein Cocoon macht. Direkt den dicken Hit mit, also den A2 von Royal Guard raushauen, mit Ninja ich auch sofort den Damage rausgehauen. So, dann kommt jetzt die Poison Cloud. Wir haben jetzt hier noch einen HP-Burn auf den, der hat leider sein Cocoon am Anfang gemacht und nicht sein Cleanse. Also ich hatte nicht genug Debuffs anscheinend auf alle drauf bekommen. War unlucky, aber war jetzt nicht so, ist auch nicht so wild. Dann mache ich mit, das ist eigentlich das Gute an Ramantu auch. Ich konnte den Increased Attack Buff wegmachen. So, dann ist das Gute hier, Aniri heilt und verlängert unsere Buffs und kann auch die Debuffs und die Buffs von den Gegnern um eine Runde runter machen, das ist auch sehr gut. So, dann ist da Kale am Stissel. Die hätte ich auch mit Rollguard nicht unbedingt die A3 machen müssen, weil es nur auf einen quasi, ja, auf zwei sogar funktioniert. Hier war schon abgelaufen. Der hat ja den extra Turn bekommen, deswegen ist bei ihm schon die Poison Cloud abgelaufen gewesen. Haben wir doch alles okay. So. Mein Fokus liegt dann jetzt am Anfang erstmal. Die ersten, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, weil die ganz am Anfang die Combo ist ein bisschen übel. Wenn die gerade starten, haben die ja alle Cooldowns ready und da ist die Combo am Anfang ein bisschen übel. Wenn der Cleanse, wenn der Poison Cloud macht, das kann man sehr schwer verhindern. Am Anfang ist es ein bisschen, der Kampf startet ein bisschen wild. Aber dann, je länger man im Fight drin ist, dann verschieben sich die Cooldowns, dann kommt man. Er kommt ein besserer Flow rein, auch auf jeden Fall. Ihr seht, der macht schon ganz gut Damage, wenn er keinen Decrease Attack drauf hat. Deswegen jetzt direkt wieder mit Dark Kale Decrease Attack drauf machen. Das halt, kann halt manchmal böse enden. Wenn er sich zum Beispiel Increase Attack bufft, der Cleanser Decrease Attack wegmacht und dann bam, sein Ultra Smash reinkommt vom Roten, kann das schon mal ab und zu wehtun. Ich bin jetzt auf der Grund, warum. Normal hätte ich gesagt, okay, den A2 von Ramantu mit den ganzen Debuffs ganz rechts hier auf den Head of Wrath machen. Aber da er jetzt hier den Cocoon hat und ich den Cocoon finishen will, weil es dann Stun und so weiter gibt, was schon sehr geil ist, habe ich es jetzt auf den Kopf gemacht und versuche den Cocoon zu knacken. Ihr seht, meine sind gerade am Anfang jetzt erstmal alle relativ low. Wenn jetzt auch einer sterben würde, ist ja halt auch nicht so schlimm, weil wir haben ja Niri, die erstmal sofort revived mit dem Passiven und dann auch nochmal reviven kann.
Also ich versuche, ihr seht, ich versuche jetzt so schnell wie möglich den Cocoon zu knacken. Um einfach den Gegnern auch keine Turns zu gönnen. Ja, mit Ramantu bin ich immer noch ein bisschen verwirrt gewesen, musste ich länger überlegen, weil, wie gesagt, das war erst der erste Fight, den ich eh auf hart gemacht habe. Und der erste Fight, den ich jetzt. Ich habe Ramantu erst gerade im CWC gebuckt. Bin auch echt froh, dass ich den habe, ey. Liebe geht auf jeden Fall raus an Ramantu an der Stelle. Ich zeige euch gleich auch die Skillung mal von Ramantu und so, die ich gebaut habe. Da könnt ihr da mal reinschauen. Ich kann auch nochmal vielleicht einen speziellen Guide zu dem machen. Wenn ich ein bisschen jetzt mit dem gespielt habe, ein paar Tage, mal gucken. So, wir haben den Kokon kaputt gehauen gehabt. Der Stun war da, er hat jetzt nichts gemacht. Das ist immer gut, weil dann die Cooldowns auch nicht runtergehen, kennt man ja. Vom Stun her und so. Und ja, weiter geht's. Ich mache, der Grund, warum ich jetzt auf den Damage mache, ist, weil der der einzige ist, der gerade einen Decreased Defense hat. Und ja, deswegen bin ich jetzt ein bisschen auf den mit dem Damage gegangen. So, jetzt sind wir so weit, dass wir den Head of Ra's Block buffen, damit er nicht seinen Increased Attack bufft. So, dann gucken. Increased Speed drauf bekommen hier, ist auch nochmal nützlich. Dann gucken, jetzt einfach so viel Damage erstmal zu machen, wie es überhaupt geht. Ihr seht, Ramantu hat ja ganz knapp überlebt. 1 AP Lifestyle, 1 AP Gang, let's go. Easy peasy, gar kein Problem für Ramantu. Absolutes Ehrenmitglied in der 1 AP Gang geworden. So, zack. Er macht überhaupt kaum Damage bei mir. Ich habe den wirklich auf Accuracy und Speed einfach nur gebaut für die Arena auch ein bisschen. Aber werde ich euch gleich mal zeigen. Wenn ihr den in Hydra wirklich benutzen wollt so richtig, dann könnt ihr den natürlich auch mit Warmaster spielen. Dann macht er auch ein bisschen mehr Damage und ein bisschen Attack drauf, buffen, Crit Rate hoch und so. Ja, guck, da war ich wieder verwirrt, Alter. Hab's wieder nicht gecheckt, dass der A3 der Buff-Entferner ist. Sondern. Ja. Verwirrt. Trotzdem gemacht. Hätte ich nicht machen müssen, war ich Verschwendung. Aber egal. Shit happens, ne? Ich hätte es jetzt machen können und hätte dann die Buffs entfernen können. In dem, das war jetzt ein bisschen doof wieder gespielt, aber. Naja, ich habe immer die A3 und die A2 komplett verwechselt, Mann. Bis zur Mitte des Fights oder so, dann bin ich endlich, nachdem ich dann drei oder so mal, oder zwei oder dreimal den Fehler gemacht habe, habe ich dann eigentlich gemerkt, so, okay, der A2 ist der Single Target und der A3 ist der AOE. So. Hatte hier ja noch ordentlich Debuffs drauf, deswegen habe ich hier Debuffs gemacht. Der hat 4 Runden Cooldown auf seinen Attack, deswegen habe ich jetzt die Debuffs gerade von Ramantu hier drauf gemacht. Und jetzt versuchen wir unseren Royal Guard so schnell wie möglich halt zu befreien. Das ist immer auch das A und O, sobald einer gefressen wurde, so schnell wie möglich versuchen, den auch wieder rauszubekommen. Weil jeder Champion, der auf dem Feld ist, kann Sachen machen, kann Damage machen, kann debuffen und so weiter und so fort und ist wichtig. So gesehen für dieses gesamte Team. Deswegen immer versuchen, so schnell wie möglich, wenn einer gegessen wurde, einfach aus dem Bauch wieder raushauen von der Hydra. So, jetzt kam der Cleanse wieder hier von dem nervigsten Kopf aller Köpfe. Oh, da habe ich jetzt gemerkt, es ist der Debuff-Entferner. Let's go. Ja, das ist nämlich gar nicht so schlecht. Die drei Gifte mit der Poison Sensitivity von Dark Kale. Einfach als Place, macht auch nochmal schön gut Damage auf jeden Fall. Und dann sind wir dabei, ungefähr unseren Mate so schnell wie möglich rauszuholen. So, ich gucke, er hat nur 2 Runden, er macht bald, deswegen schnell den Block Buffs drauf. Und weiter versuchen, unseren Mate rauszuhauen. Zack, da haben wir unseren Royal Guard wieder. Und jetzt ist natürlich die nächste Priorität, so schnell wie möglich den Cocoon wegzuhauen. Da sollten wir jetzt versuchen, den Cocoon so schnell wie möglich runterzubekommen. Dass er auch wieder einen Stun bekommt. Und der Stun wäre auch gut, weil er quasi kurz vor seiner Poison Cloud steht. Die wird er jetzt gleich machen. Und die wollen wir nicht unbedingt haben, weil die Poison Cloud ist sehr nervig. Dann kriegen wir keine Debuffs drauf. Und ja, können nicht wirklich Schaden machen. So, jetzt haben wir den Stun, was sehr gut ist. Wir sind auch schon bei 8 Millionen Damage.
wir haben jetzt gleich die ersten Köpfe down. Wenn die ersten Köpfe down ist, ist es sehr wichtig, eigentlich erstmal gucken, jetzt, dass dann so viel Damage auf die Dekapitäten, auf die abgeschlagenen Köpfe wie möglich gemacht wird. Weil das einfach enorm viel Damage ist. Ich wollte jetzt hier mit nochmal die Debuffen und den Poison Cloud Typ wollte ich noch weg haben, bevor der seinen Poison Cloud macht, deswegen habe ich den noch umgehauen. Und jetzt kommt dann Damage auf die abgeschlagenen Köpfe. Wir sind jetzt bei knapp 9 Millionen und jetzt können wir ja mal sehen, wie viel Damage es einfach gibt auf die abgeschlagenen Köpfe, wo wir extra noch Damage raushauen können. Ich habe die sogar extra gedebufft, dass die Defense down haben, Weaken down haben und Decrease Speed, dass die noch länger einfach abgeschlagen sind und ich noch viel länger draufschlagen kann und ja extra Damage pushen kann. Ihr seht, wir haben schon fast 1 Million jetzt mit ein paar Attacken hier rausgeholt. Da habe ich kurz überlegt, soll ich Increase Attack buffen oder nicht? Oder einfach draufhauen, aber da habe ich mich dazu entschieden, Increase Attack wird schon regeln. Ihr seht jetzt Ramanto auch 46.000, normal macht er gerade 4.000 oder 5.000. Hier Ninja 329.000er Crit, pusht halt sehr hart den Damage hoch. Ne? 169.000 hier von Volgard, da haben wir 3x 35.000. War leider noch ein Crit gewesen. Aber ihr seht, das pusht so hart den Damage hier. Ich hatte jetzt ein bisschen Pech, dass halt der Vierkopf gekommen ist, der ist halt eigentlich ziemlich doof. Weil er jetzt die ganze Zeit immer Fierce reinhaut, aber ich attacke den einfach so wenig wie möglich. Und Brockney mit seiner AOE hat ja gerade Aniri geklänzt und der klänzt sich auch nochmal direkt selber. Also kriegt gar nicht den Fear durch seine AOE ab, was sehr gut ist. So, hier jetzt Damage reinhauen, unseren Mage schnell wieder raushauen. Ihr habt gesehen, wurde gerade gefressen. Einmal Royal Guard mit seinem Nuke, zack. Ist unser Mage schon wieder am Start und dann fahre ich auch sofort wieder Damage auf den abgeschlagenen Kopf, solange der noch da ist. Ihr seht, wir haben schon von knapp 9 Millionen auf über 12 Millionen damit jetzt geknallt, ja. Hier habe ich überlegt, ob ich den Kopf debuffen soll oder einfach lieber Damage mitnehmen soll. Habe mich dann zum Damage mitnehmen entschieden. Hier auch, bam, 209.000 von meinem Bogni. So, da haben wir wieder den Head of Wrath auch am Start. Und ja, der Kokon ist da. Wie gesagt, dann erstmal schnell so lange wie möglich, wie wir Zeit haben, auf den Kokon drauf gehen. Runterhauen. Unlucky 4 kassiert. Kann man nichts machen. Wieder Unlucky 4 kassiert. Gehört dazu. Debuffs gehen raus. Da, guck, da habe ich mich schon wieder vertan. Habe ich mich schon wieder aufgeregt. Oh, ich wollte die Debuffs auf den machen. Mache natürlich wieder den AOE, ne? Remove. Zack, wie ein Idiot. Zu schnell gespielt wieder. Aber egal. Shit happens. So, dann jetzt die Debuffs. Allen guten Dinge sind, ne? So, weiter Damage. Den Kokon wegmachen. Wieder ein 4 kassiert. Shit happens. Weiter hier, zack. Aniri hier auch nochmal die Duration von dem Buffs von den Gegnern verringert. Gesehen, er hat sich mit Increase Attack gebufft. Bogni konnte den Increase Attack entfernen, weil nur Increase Attack drauf war. Der Stun ist da. Sehr wichtig auch, weil jetzt der Cleanse erstmal verzögert ist. Sonst hätte er jetzt gleich direkt geclanced. Jetzt ist er erstmal schön gestunt und ich versuche jetzt den Kopf abzuschlagen, bevor er überhaupt noch zum Cleansen kommt. Ihr seht schon, da muss man immer so ein bisschen dann spontan gucken, was ist jetzt mein bester Move, um irgendwie weiterzukommen in dem Fall. Und hier fand ich es dann einfach am besten, jetzt so schnell wie möglich den Kopf abzuschlagen, dass er mir nicht mehr auf die Nüsse gehen kann. Weil der Cleanse-Kopf ist einfach echt der nervigste. Zack, weg ist er. Und jetzt kann ich auch wieder auf jeden Fall Damage auf den fahren, auf den abgeschlagenen Kopf. Und ihr seht, wir sind schon bei 14 Millionen mittlerweile. Also sehr, sehr, in sehr guten Bereich. Und ihr habt ja gesehen, nur am Anfang waren die Lebenspunkte eigentlich erstmal kritisch. Jetzt ist erstmal die ganze Zeit so ein Flow da. Wir kommen von einer Situation in die nächste, wo wir den Kopf abschlagen können und dadurch natürlich auch weniger Damage einfahren können, viel Damage austeilen können. Zack, weiter Damage fahren. Buffs verlängern hier von uns. Zack. Die
lebenden Köpfe interessieren uns erstmal gar nicht so lange, bis sie einen fressen. Was jetzt gleich der Fall ist, dass Ninja gefressen wird. Zack. Und dann seht ihr, schwenke ich direkt um mit meinen Attacken und gehe darauf, Ninja zu befreien. Eine Runde noch Cooldown auf den großen Nuke hier bei Rollguard, habt ihr gesehen. Ja, ein Angel, ja. Hier können wir nochmal die 2500 mitnehmen, wichtig und richtig. Da kommt dann der Giftkopf wieder. Das ist eigentlich sehr gut, weil jetzt haben wir den Clanskopf nicht mehr. Das war schon sehr nice, dass der Giftkopf gekommen ist. Ja, 4 kassiert. Shit happens. So, dann kommt jetzt der Nuke. Dann haben wir ihn fast draußen, unseren Ninja. So, Debuffs gehen auch nochmal drauf, damit wir es schneller jetzt rausbekommen, den Ninja. Hier habe ich überlegt, aber ich habe dann gesehen, Oilguard hat so wenig Leben. Ich habe erst überlegt, hau ich drauf. Dann dachte ich, nee, machst du die sichere Variante lieber. Weil Oilguard war sehr low in dem Moment. Und es war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung da gewesen, das Schild mit Brockney zu machen. So, durch den HP-Burn ist er jetzt raus. Ninja ist wieder mit von der Partie. Und jetzt können wir wieder hier mit Brockney haben wir wieder den Decrease Attack entfernt. Und jetzt gehe ich wieder da auf den, weil der ist jetzt der lauste Kopf. Ich will wieder einen Kopf abschlagen. Bei dem würde ich immer 4 kassieren. Deswegen versuche ich den jetzt erstmal so schnell wie möglich runterzuschlagen. Ihr seht, Ninja hat es jetzt hier zerlegt, weil der in sein Rage gegangen ist. Habe jetzt die Debuffs erstmal, die Buffs weggedebufft und versuche Ninja erstmal wieder am Leben zu halten, ein bisschen hoch zu bekommen. Leider Schild, noch eine Runde Cooldown. 4 kassiert, ist egal. Versuchen den Kopf so schnell wie möglich abzuschlagen. Habe ich ein 4 kassiert, was auch sehr unlucky war. Also teilweise ein paar echt unluckige 4 kassiert. Aber Ninja lebt. The dream is alive. Ja, Ninja ist jetzt kaputt gegangen, wie ihr sehen könnt. Und Rollguard ist auch ziemlich low. Aber wir sind schon fast bei 20,4 Millionen brauchen wir für One Key. Sind da schon fast angelangt und es sieht eigentlich alles noch gut aus. Ihr seht, das Schild kommt jetzt wieder. Damit ist Rollguard erstmal absolut safe. Sobald das Schild da ist, kommen die vom Damage her kaum durch. Kommt jetzt auch der Decrease Attack auf alle. Was sehr wichtig ist, dann haben wir hier den Takedown. Life Leech klickt rein. Ihr seht, bam. Rollguard ist safe. So, und wir versuchen weiter schnell den Kopf da wegzukriegen. Damit wir wieder ein bisschen Damage mitnehmen können. Ihr seht, den One Key haben wir jetzt gleich erreicht. Und ja, ich glaube, wenn wir gleich so den One Key erreicht haben, dann skippe ich einfach mal so ein bisschen durch und weil ich habe irgendwas über 30 Millionen Damage insgesamt gemacht. Ihr seht dann, was ihr machen müsst, worauf es darauf ankommt. Dann müsst ihr das Video jetzt nicht noch unbedingt in die Länge ziehen, sag ich mal. Ich skippe dann jetzt gleich das Video zum Endscreen vor und dann gucken wir uns das mal an. Ihr seht, jetzt ist wieder die Devise Damage machen auf den abgeschlagenen Kopf. Und dann haben wir jetzt gleich unseren One Key erreicht mit der nächsten Attacke wahrscheinlich. Ja, ab 20,4 Millionen ist One Key. Wir nehmen nochmal den Ninja Hit hier mit 400k. Da haben wir unseren One Key erreicht. Ich suche mal, es gibt mal durch. Bum, 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 bum. Wo ist der Endscreen? Da haben wir den Endscreen. Pause. So, 32,53 Millionen auf Hard Hydra. Ich habe noch extra einfach ein bisschen mehr Damage mitgenommen, um den Clan natürlich zu helfen, was natürlich logisch ist. Und ich zeige euch jetzt mal die Builds von meinen Champions. Wenn ich hier mal aus dem Vollbild rauskomme, das Ding hier verschoben kriege. Hallo. Was passiert hier? Ansicht. Vollbildsteuerung. So. So. So, jetzt sind wir hier in meinem Raid drin. Ich war jetzt gerade nur in einem Video drin. So, zeige ich euch erstmal den Ramantu. Der hat 46.000 Leben, 2.700 Attack, 2.500 Defense, 256 Speed, keine Crit Rate, kein Crit Damage, ein bisschen Resistance, 616 Accuracy. Skills sind voll gebuckt bei ihm. Masteries. Fehlt mir, hier muss ich noch die letzte farmen. Da würde ich dann, glaube ich, die nehmen, ja, die würde ich nehmen. Oder? Ja, Sniper brauchen wir nicht, die will ich nehmen. So, das sind die Masteries von Ramantu. Die sind jetzt nicht optimal für die Hydra, aber passt.
Brockney. Brockney ist bei mir auf Attack basiert. Hat zwar trotzdem 60.000 Leben, hat aber 3.454 Attack, was auf Brockney sehr, sehr viel ist. Man beachte seinen Base Attack von 782, was Omega LOL ist. 2,8 Defense, 243 Speed, 100% Crit Rate, 206% Crit Damage und ja, bisschen wenig Accuracy. Könnt ihr ein bisschen, solltet ihr ein bisschen mehr Accuracy machen, brauchte ich jetzt nicht, weil ich Ramantu als Leader hatte und der ja eine Aura hat und 80 Accuracy gibt. So, dann hatten wir Ninja. Ninja ist im Savage Gear bei mir mit 40.000 Leben, 4.600 Attack, 2.000 Defense, 219 Speed, 106 Crit Rate, 202 Crit Damage, 296 Accuracy. Masteries sind die hier. Standard Counter Attack. Habe ich bei Brockney die Masteries gezeigt. Giant Slayer und Support Tree. Ist auch nicht optimal für Hydra. Könntet ihr für Hydra auch noch in Counter Attack reingehen? Müsst ihr aber nicht, gerade bei der Rotation nicht ganz so wichtig. Dann hatten wir dabei Godseeker Aniri. Diese im Standard Counter Attack bald. Gebockt. Stats 62.000 Leben, 3.000 Defense, 251 Speed, 208 Resistance, 325 Accuracy. Dann hatten wir Darkale, den guten. So, der ist bei mir in einem Reflex-Set. 40% Chance, Cooldown zu reduzieren. So, 45.000 Leben, 3.000 Attack, 2.800 Defense, 241 Speed, 105. Wichtig ist, 100 Crit Rate bei ihm zu haben. 313 Accuracy ist auch wichtig. Standard Counter-Attack Build, brauche ich eigentlich gar nicht mehr reingehen, kennt ihr mittlerweile. Und dann hatten wir noch Royal Guard. Ich hatte meinen zweiten Royal Guard, das ist der hier, der ist im Savage Set. Hat 48.000 Leben, 3.400 Attack, 1.800 Defense, 228 Speed, 98% Crit Rate, 226% Crit Damage. Und sehr wenig Accuracy, aber ihr wisst, mit der Aura auf 203 Accuracy gepusht. Deswegen hat er auch sehr oft mal einen Decrease Speed machen können. Ist so geskillt, hat nicht mal die Counter Attack Masteries. Das war's schon, Leute. Ich hoffe, ihr könnt euer Nutzen aus dem Video ziehen, auch ein bisschen was davon gewinnen. Auch die Hydra auf Hard, vielleicht One Keen oder wenigstens mehr Damage machen, als ihr sonst gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, seid so nett und lasst gerne ein Follow da. Einfach auf den Abonnieren-Button klicken, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Raid Shadow Legends Video. Ihr wisst ja Bescheid, am Freitag doppelte Chance mit Prinz Keimer in Zehnfach. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, da werde ich und mein Bruder werden wieder ordentlich Charts aufmachen. Also wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, gerne auf Abonnieren drücken und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Peace!